Hallo, liebe Nachtschattenwechsel, ich bin's wieder, euer Orti. Ich bin hier in Witten auf dem Dark Skies Oberwitten. Neben mir zwei Leute, die mal ausnahmsweise keine Band sind, zumindest nicht in diesem Zusammenhang, sondern ihr seid die Veranstalter. Vielleicht möchtet ihr euch selbst mal kurz vorstellen an die Leute da draußen, wer seid ihr und was ist eure jeweilige Aufgabe hier? Hallo, ich bin Renate. Hallo, ich bin Carsten. Wir sind zusammen mit noch jemanden, die Veranstalter, und zwar das ist der Jörg alias DJ Toxodemon von der Lost Sounds Party bekannt. Wir drei veranstalten das Dark Skies Oberwitten. Genau. Und du bist auch als DJ in der Szene durchaus sehr bekannt und machst viele Sachen, auch Lost Sounds und verschiedene andere Sachen. Falls jemand sich denkt, das Gesicht habe ich mal in einem anderen Zusammenhang gesehen. Ne? Ja. Und wir haben uns gesagt, klar, ich habe hier ganz viele Bandinterviews, so ist alles auch sehr schön, aber es ist auch mal toll, eure Sicht vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen. Die erste Frage muss natürlich sein, wie hat sich das alles ergeben? Also wie kamt ihr auf die Idee, das Dark Skies zu machen und wann und unter welchen Umständen? Willst du es sagen oder soll ich es sagen? Okay, es war eine Schnapsidee, Otti. Was soll ich dir sagen? Es ist aus einer Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes entstanden. Wir saßen mit drei Familien an einem Tisch bei uns im Wohnzimmer und zu vorgerückter Stunde haben wir uns immer wieder Gedanken gemacht, oh Mensch, wäre mal toll, mal wieder unsere Lieblingsbands mal irgendwie auf einer Bühne zu haben und zusammenzubringen. Und die Initialzündung kam tatsächlich von Hanna und Michael Nowakowski. Die sagten, Mensch, lass uns das doch einfach machen. Und Jörg, Renate, Steffi und ich waren jetzt nicht so begeistert, weil ich habe natürlich früher schon Konzerte im Zwischenfall veranstaltet und auch woanders. Und ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Und Hanna und Michael sind da so mit dem etwas, gar nicht im negativen Sinne, aber so ein bisschen naiv dran gegangen, ach komm, das machen wir jetzt mal. Und dann haben sie halt auch gesehen, dass da schon ordentliche Arbeit hintersteckt. Und wir haben angefangen im Endeffekt im Excalibur in Witten. Und nachdem das Excalibur geschlossen werden musste, hat uns die Wittener Werkstatt super freundlich hier aufgenommen. War natürlich für uns eine ganz andere Welt, viel größer, viel heller. Wir wussten nicht, diese Wege einzuordnen, ihr wisst genau, was ich meine. Und wir haben uns da schon ordentlich auf den Hintern gesetzt. Ich glaube, in der ersten Nacht, wir waren alle so stehend K.O. Mittlerweile, wir haben ein wundervolles Team. Unser Team besteht aus zum Beispiel jemandem, der für uns die gesamten Layouts macht, der in Sachen Internetwerbung ein Fachmann vom Herrn ist. Schöne Grüße an meinen lieben Freund Nino. Unser Team besteht aus unserem Stagehand Enrico, ohne den da hier nichts laufen würde, der uns diese ganzen weiten Wege mit abnimmt. Wir haben unglaublich viele Leute, die auch so im Hintergrund so ein bisschen was machen und kann ich jetzt auch nicht alle aufzählen, aber das ist so unser Grundteam. Jörg, ganz spezieller Mensch auch für uns, der hier den Sicherheitsbereich macht, das ist der Olli Chapler, bekannt von der Melting Sounds, auch von der Gotham Sounds, die es leider beide nicht mehr gibt, und da sind wir sehr traurig drüber, weil das waren zwei fantastische Festivals. Aber da sieht man mal, was GEMA und Co. so anrichten kann. Ja, ich glaube, ich hatte jetzt überlegt, ob wir vielleicht über solche Sachen, was so nur Probleme sind und so sprechen, aber muss glaube ich gar nicht sein. GEMA und alles, was an Kosten explodiert, ist wahrscheinlich das, was euch am meisten Sorgen macht vielleicht. Interessante wäre natürlich, wir hoffen natürlich, dass Leute zuschauen, die einfach nur neugierig sind. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz sagen, du meinst ja schon Lieblingsbands, also in welche Richtung geht das und was waren bisher schon Highlights, wo ihr gesagt habt, oh, das war echt toll, dass wir die mal hier haben durften. Vielleicht auch schon mal. Ja, also unsere Hauptrichtung ist eigentlich Gothrock. Und wir fanden es halt schade auch, dass egal, wo man so hingefahren ist, für die Gothrock-Bands eigentlich mehr oder weniger immer mit den gleichen 30 Leuten vor der Bühne stand. Und es aber auch gleichzeitig junge Bands gibt, und eine Schwemme an jungen Bands, die nachrücken, und denen wollen wir halt auch die Möglichkeit geben, auch sich bestmöglich zu präsentieren, und das ist auch etwas, was uns unterscheidet. Bei uns bekommt jede Band einen vollen Soundcheck, weil wir ihnen die Chance geben möchten, eben sich so gut wie möglich präsentieren zu können.
Das ist auch eine Wertschätzung an die Bands. Definitiv. Ja, als merkt man auch, also das ist wirklich viel und Liebe und Zeit und Herzblut, was ihr da reinsteckt. Aber welche Bands, ne, wie gesagt, wären denn so die Highlights, wo ihr sagt, wow, das war schon mal richtig cool, dass wir die im Laufe der Jahre mal auftreten lassen konnten? Von klein bis groß? Also für mich eine Band, die ich wirklich sehr lieb gewonnen habe in den letzten Jahren, ist Star Industry. Obwohl die so einen großen Namen haben mittlerweile, passen die perfekt zu uns. Also es ist immer wieder eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, haben wir gestern noch einen tollen Show abgeliefert auf jeden Fall. Ja, mal wieder. Ne? Ja, also, ne? Wir fahren ja auch oft rum, wenn sie irgendwo spielen und die Möglichkeit haben, sind wir schon da. Also wir mögen sie wirklich sehr und es ist eine schöne Freundschaft auch raus entstanden. Dasselbe gilt für Eon Sabel, Sweet Irmgard. Was ich unbedingt erwähnen möchte, ist der Auftritt von Last Cry aus Großbritannien. Wir sind tot umgefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war noch ein Excalibur das letzte Jahr. Wie viele britische Gäste wir auf einmal hatten. Okay. Da waren mit Sicherheit 30, 40 Briten in der Audience und haben eine Stimmung gemacht, unfassbar. Und ja, so sind wir auch so in diesen britischen Goth-Sektor so auch so reingekommen. Wir hatten uns vorher schon mit einem Pärchen befreundet, Don und Mike vom Corrosion Festival und Bats in the Attic in Morecambe. Übrigens etwas, was ich nur empfehlen kann. Es ist genau gegenüber vom Lake District. Der Meeresarm geht genau an der Location vorbei. Das heißt, du sitzt da am Fenster und stehst auf der Bühne als Band und du guckst da raus, du siehst das Meer, oder bei Abbey eben nicht. Und du guckst wirklich, gerade im März, auf die Berge vom Lake District und hast oben noch diese Schneetüpfelchen oben drauf. Das ist Zucker, das ist richtig toll. Toller Sound, auch tolles Licht und wahnsinnig interessante Bands. Und so manche Band, die hier bei uns im Line-Up ist, da sind wir durchaus von unseren Freunden Mike und Donna und Alex und Fiona, sind wir sehr inspiriert. Ja, cool. Tatsächlich muss man auch sagen, das finde ich auch sehr schön hier. Ihr habt ein sehr internationales Line-Up auch immer und auch sehr internationale Gäste, wie du gerade schon erwähnt hast. Was sind da so tolle Begegnungen, so Zeitheit, die ihr erwähnen könnt? Zum Beispiel heute haben wir eine Band, die auch wieder sehr weit angereist ist. Ja, Last Dusk aus Costa Rica. Und sie haben noch unseren Gast-DJ aus Mexiko mitgebracht. Also viel internationaler geht's eigentlich nicht mehr. Aber wir haben auch Gäste aus Amerika, aus England, überall aus Europa. Und das ist halt auch so in den letzten Jahren immer mehr geworden. Eine langsam gewachsene Struktur ist eine gute Struktur und ich glaube, dass wir die haben. Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, mittlerweile ist das Festival einfach etabliert in der Szene. Ja, einen Namen und ich glaube, im größten Teil ist es eigentlich auch mittlerweile ausverkauft. Also ab und zu gibt es noch ein paar Resttickets, irgendwie gestern vielleicht oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ja. Aber vereinzelt. Ich glaube viel. Ja, also fair, aber ist ja dann auch. Ist ja schon Hammer, da muss man auch erstmal schaffen. Ja. Die Location ist jetzt auch nicht total klein. Also nein, also es ist schon eine 400er Auslastung. Eben, und da muss ich auch mal sagen, also viele unserer Gäste sind alle Wiederholungstäter, die uns zum Teil schon von der allerersten Veranstaltung an begleiten. Und auch mal ein ganz großes Dankeschön an unsere Audience. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Vielen Dank. Exakt. Auf jeden Fall. Und dann werden wir jetzt auch schon zum Ende kommen, weil man muss einfach sagen, ihr habt natürlich, dass ihr euch die Zeit überhaupt jetzt für dieses Interview genommen habt in dem ganzen Trubel, finde ich super. Ihr müsst jetzt weiterarbeiten, müsst Gäste betreuen, Bands betreuen, alles organisieren. Habt ihr denn noch irgendwie als Abschluss vielleicht einen Wunsch, irgendeine Band, wo ihr sagt, natürlich jetzt nicht irgendwas Unerreichbares, aber wo ihr sagt, das wäre vielleicht in den nächsten Jahren, die sollten sich mal bei euch bewerben? Ja. Also ich glaube, dass du jemanden hast und ich glaube, dass ich jemanden habe. Also Cerulean Veins fände ich schon Hammer. Ich glaube, sie kommen aus Kalifornien. Also das fände ich schon toll. Twin Tribes fände ich toll. Das wären so zwei, die so bei mir so ganz hoch in der Karte stehen. Und da ich ja das Line-Up fürs nächste Jahr schon, im Prinzip haben wir das zusammen, da sind die beiden noch nicht drin. Hast du noch jemand? So auf Anhieb fallen mir keine Namen ein. Das ist einfach
ja, eine wahnsinnig große Auswahl. Ja. Und es ist immer wieder erstaunlich, wo Carsten so Bands auftreibt, also, und wie wir zum Teil an Bands kommen. Ja. Ja, Kurstadt ist so ein schönes Beispiel. Die Leute standen da, offener Mund, erste Band. Das hat die wie so ein D-Zug überrollt. Von letzten Jahren. Ja, das fand ich super. Und an der Stelle möchte ich ja unbedingt erwähnen, dass ich hoffe, dass Rodney es bald besser geht. Wir werden uns heute Abend noch eine kleine Überraschung einfallen lassen. Und ich hoffe einfach, dass er bald genesen ist. Und dass wir das, was wir dieses Jahr verpassen, nächstes Jahr nachholen können. Das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du schon sagst, wen wollte nochmal? Natürlich möchte ich auch Frustration hier haben. Wir sind mit beiden Bands in einem sehr, sehr guten Kontakt und maybe next year. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr seid auch Teil unseres ganzen Apparates geworden. Ihr macht so viel. Es ist unfassbar, wie viele Leute hier mittlerweile im Pressebereich, Magazinbereich Interesse zeigen, und auch ihr seid diejenigen, die uns weiterbringen. Ohne euch wären wir noch nicht so weit. Dankeschön, aber da muss ich auch zurückgeben, hier wird man auch willkommen aufgenommen und ne, ihr gebt uns sogar hier Räumlichkeiten, als ist auch nicht selbstverständlich. Also ich kenne auch Veranstalter, die einem dann sagen, ja, ihr könnt machen, aber lasst uns bloß in Ruhe. Also, der Dank geht da absolut zurück. Also das ist halt wirklich, glaube ich, hier Family, kann man so sagen. Ne? Deswegen begrüße ich unsere Leute immer. Hallo schwarze Familie. Wunderbar, dann entlasse ich euch für heute aber auf jeden Fall wieder in die Arbeit und natürlich nachher auch ins Vergnügen, weil ihr habt ja auch Spaß an euren eigenen Sachen, die ihr sehen dürft. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Ne? Dieses Jahr ist es leider zu spät, aber nächstes Jahr werden die Tickets dann irgendwann im Verkauf sein. Es wird ein tolles Line-Up, so viel kann ich schon erahnen von dem, was ich so am Rande gekriegt habe oder was heute bestimmt auch schon ein Teil angekündigt wird, ne? Was ja meistens dann so ein, zwei Bands werden schon genannt. Also Augen auf den Dark Skies Over Witten, und dann sehen wir uns hoffentlich dann nächstes Jahr hier und feiern zusammen. Danke euch und tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.